Hallo ihr Lieben, um 4.30 Uhr sind wir pünktlich von zu Hause aus losgefahren und um 8 Uhr waren wir in Grömitz bei der Bäckerei Junge und haben dort erst einmal gemütlich gefrühstückt. Danach ging es dann gleich zur Seebrücke. »1912 war die Seebrücke 480 Meter lang. 1984 wurde sie neu gebaut und hatte dann eine Länge von 398 Meter.« Am Ende der Seebrücke liegt ein Dreimaster-Segelschiff. Die bieten Ausflüge an, 2 Stunden lang auf der Ostsee. Hier sieht man die Tauchglocke und der Dreimaster startet, sobald 15 Personen an Bord sind. Wer möchte, kann sich hier sogar einen Kaffee oder auch ein anderes Getränk holen. Wir sind wieder zurück an der Promenade und wollen Richtung Dünenpark. Hier fängt der neue Dünenpark an. Es ist zwar noch nicht alles fertig, aber schon einige Geschäfte
und Läden haben auf. Leider fing es dann an zu regnen und wir sind dann eingekehrt in die Bäckerei Junge, die auch hier vor Ort ist, und haben den Regen abgewartet. Dann sind wir aufgrund des Wetters wieder zurückgekehrt. Den Dünenpark habe ich dann am nächsten Tag aufgenommen bei bestem Sonnenschein. Das seht ihr dann noch. Diese schöne Palmenallee war so einladend, dass ich da doch einmal zum Strand gehen musste. Am nächsten Morgen ging es einmal ganz früh raus, denn ich wollte ein paar Drohnenaufnahmen machen und den Dünenpark euch auch noch zeigen. Und siehe da, es war ein super Wetter. Man hat hier einen schönen Überblick über den Dünenpark und sieht genau, was noch gebaut werden muss und was fertig ist.
Hier ist der Hauptplatz vor der Seebrücke zu sehen. Dann ging es noch einmal zurück, um mit der Sonne direkt über den Dünenpark zu fliegen und auch eine bessere Aufnahme von der Seebrücke zu machen. Und die Gondeln vom Riesenrad habe ich mir dann nochmal aus der Nähe angeschaut. Und dann ging es mit der GoPro noch einmal durch den Dünenpark.
Bis letztendlich alles fertig ist, wird es sicherlich noch ein Jahr dauern. Aber so einiges hat hier schon offen. Wie gesagt, da sieht man ja die Bäckerei Junge. Und so manche andere Läden sind auch schon fertig. Hier gibt es etwas zu klettern, Sitzmöglichkeiten und auch Liegemöglichkeiten. Ich hoffe, ich habe euch den Dünenpark gut zeigen können und für mich geht es jetzt wieder zurück. Wer meine beiden Kanalmitglieder noch nicht kennen sollte, der schaue doch gerne einmal vorbei. Der Ronny und der Rainer Dietzen. Beide Links habe ich in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt auf deren Kanäle. Mit ein paar schönen Fotos geht auch nun das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht und ihr habt gerne zugeschaut. Es würde mich sehr freuen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch. Und damit darf ich mich von euch verabschieden. Bleibt gesund, macht es gut. Tschüss, euer Rainer.